Und der letzte kriegt auch noch auf die Mütze. Yeah! Da hinten sind auch Onion-Linge, die hole ich mir auch noch alle. Oh, los, kommt, ihr gebt mir die letzten 16 Punkte, brauche ich, kommt schon! Los, 16! Bam! Stirbt alle! Habe ich 16 Punkte bekommen? Nein, natürlich nicht. 9 Punkte fehlen noch. Ja komm, die krieg ich noch. Hier war doch auch gerade was. Ein Goblin! Erstmal das Schwein. Dann der Goblin. Gerade noch so. War knapp. Und da oben sind noch zwei andere Dinge, die hole ich mir auch noch. Dann sollte ich es fast haben. Auf dem Weg noch irgendwas, was ich killen kann. Nö, vielleicht sind es aber drei. Das sind nur zwei, okay. Bam! Stirb! Kartoffel würde ich ja sagen, aber es ist ja leider keine. Noch 4 XP! Na komm schon, irgendwas würde hier 4 XP geben. Am besten kein Ogre. Ja, wer gibt mir 4 XP? Ja, du gibst mir 4 XP. Bam! Du gibst doch 7, meine Gute. Gute, Gute. Dann nimm auch meinen guten Schlag. Juhu! 6 XP hat sie mir gegeben. 4 fürs Level und 2 jetzt. Und dann trainiere ich mal mein Pet. So. Und Schweinchen klein kriegt auch noch eins. Achso, Mist. Und dann brauchen wir noch 2 Level. Dann müssen wir Level 7 werden, damit wir auf unserem Pet reiten können. Und dann trainiere ich es hoch. So kommen wir nämlich wesentlich schneller an unsere Einsatzorte und können so natürlich auch schneller leveln. Ist viel praktischer. Natürlich ist das mal auf Stufe 5 oder so hoch. Auf Stufe 5 sollte eigentlich reichen. Das heißt, wir investieren noch die nächsten 5 Level. Ne, die letzten 4 Level in unser Patch. Und dann geht's weiter mit dem Rest. So, kriege ich 3 Lemon bitte tot? Ich weiß es nicht. Hab ich da tot gekriegt, krass. Hätte ich das nicht gedacht, war nicht so easy. Einfach mal so 20 XP fast bekommen. Geil. Gefällt mir, gefällt mir. Ja, ja, das gefällt mir. Ja, ja, ja. Ey, gib her, Pilz. So, jetzt tun wir die Eule hier noch platt machen. Und wo sind wir überhaupt? Wo laufe ich denn eigentlich immer lang? Das verstehe ich echt nicht. Aber wisst ihr, was ich glaube, jetzt da lang. Mit Richtung habe ich nicht so, gell? Nicht so wirklich, zumindest so den Ogre gehe ich aber besser aus dem Weg. Also ich mache so einige Dummheiten, aber einen Ogre angreifen mit meinem Level. Huch, da ist ja ein Iron. Und da kann ich mein Level aufladen, sehr schön. Spare ich meine 2 Ginseng-Suppen. Eventuell während ich auflade noch. Ne, kann ich nicht. Aber eine kann ich noch machen. Und dann haben wir noch 20 Spieße. Währenddessen trinke ich noch mal ganz kurz was. Ihr könnt zugucken, wie die Spieße sich zusammenspießen. Ihr müsst euch so vorstellen, es ist. Pilz, Zwiebel, Pilz, Zwiebel, Pilz. Und immer so weiter. Dann ist das lustig. Ihr braucht nur Vorstellungskraft. Seid ihr Feinde da hinten?
Feinde, ja! Immer drauf auf die Dinger! Und der letzte auch noch, komm! So, dann treiben wir mal die Kühe zusammen. Bam! Oh Mist, ich hab wieder nur einen erwischt. Mist, ich wollte alle drei erwischen, das wäre viel einfacher gegangen. Und trotzdem habe ich eine ganze Menge XP bekommen. So, ich spiele Roadrunner da hinten noch. Schabups. Kommt her! Tierliebe gibt's hier nicht! Oh, toll. Die haben anscheinend auch keine Menschenliebe. Und gegenseitiges Liebhaben gibt existiert hier gar nicht im Spiel. So, laufen wir hier lang. Und dann kletter mal die Wand hier hoch und dann funktioniert das. Oh, jetzt haben wir noch Spinnenweben hier. So. Und schon wieder beschwingliche Stronghold-Musik. Bam! Und da sterben wir hier. Also nee, wir sterben nicht. Die Gegner sterben. Lustig, flockig. Oder trinken wir nochmal Gegensehensuppe, bevor wir auf die Hummel da losgehen, weil die ist feindlich. Die greift uns sofort an. Ist schneller. Und batsch, draufgehauen. Oh, Moment, wo ist sie? Ach da. Und das war's aber auch gleich für sie. Sehr schön, da hast du den Rest gemacht. Und wir besteigen mal den Berg. Und wo müssen wir hin? Wir müssen nach da. Das war klar. Ja, die sind natürlich ein bisschen heftig. Die Typsens. Meine Stimme mal dran, falls ich den nochmal begegnen muss, gilt auch gut gerüstet sein. Wo seid ihr? Ey, da will ich den sogar nochmal begegnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe. Ich glaube eher weniger, dass ich die nochmal sehe. Aber ein Maulwurf sehe ich. Ist er nicht brüchig? Ist er nicht tot? Ich habe noch nie einen so süßen toten Maulwurf gesehen. Oh. Lala, lala, lidula. Hä, wo sind die hin? Ich glaub's nicht. Die sind weg. Aua! Ah, jetzt hat mich gerade von hinten ins Genick was reingestochen. Sehr unschön. Und dabei ist der Fenster zu. Also es ist mittlerweile auch schon um 1 nachts, also von daher. Aua, das tat gerade echt weh. Voll gemein. Dann habe ich dich mal erwischt, das Vieh, was auch immer das war. Ah, ich fühle mich gemobbt, gefoltert und so ein Zeug. Gemobboltert. Bitte, lass es weiß sein, bitte, lass es weiß sein, bitte, lass die Gegend weiß sein und bitte, lass es Tiere sein. Ganz viele Kühe. Und go! Kommt her, los, kommt alle her! Juhu! Da habe ich sie alle platt gemacht. Eine nach den anderen. Keiner hat auch nur den Ansatz einer Chance gegen meine übermenschlichen Fähigkeiten gehabt. Habe ich jetzt mittlerweile echt mal. Du bist nicht für mich, okay. Habe ich mittlerweile jetzt eigentlich irgendwas gefunden, was ich auch verwenden kann? Ja, guck mal hier, das ist doch viel besser als mein jetziger. Und du? Ne, du bist nicht besser. Du bist nichts für mich. Du bist auch nichts für mich.
Ja, du bist nicht besonders gut. Okay, gut. Dann habe ich wenigstens ein etwas stärkeres Schwert, auch wenn es nicht viel stärker ist, aber ein bisschen. Ich glaube, das ist eher HP-lästig, war das gerade, gell? Es hat mir HP gegeben. Stärker ist es nicht. Und was ist das jetzt hier eigentlich? Sehe ich noch nicht, okay. Nein, verfehlt! So zum Ausrasten, wenn so eine Attacke überfehlt. Überfehlt. Verfehlt. Könntest du wirklich den Gingseng dafür erschlagen? Bam! Ist alles kaputt. Was ist das jetzt hier? Das sehe ich immer noch nicht. Muss ich da hochkrabbeln? Oh mein Gott. Nein, ich will nicht. Boah, Alter, was ist das? Ich will Kletter-Skills haben. Kletter vor allen Dingen. Kletter-Skills. Naja, okay, komm. Schaffen wir schon irgendwie. Ah, so. Ja, ich glaube, es ist das Tal hier hinter ist und es wird es auch wahrscheinlich sein. Autsch, das hat weh. Oder? Bin ich falsch? Ne, ich bin richtig. Da ist der Ruler. Defeat the True. Oh nein. Nee, oder? Einfach nur ein einzelner Troll oder was? Boah, 5 Fliege ist schon da. So, ganz einfach. Ja, wo ist der Troll? Oh. Ich nehme mal das, ist das riesige Ding hier, ich gebe mal drauf los. Yo! Hat wirklich blendend geklappt. Ich würde sagen, wir sind den ganzen Weg hier umsonst gelaufen. Denn der Troll, den kriegen wir definitiv niemals platt. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal zu dem Ding da. Das gibt's nicht. Alter, kommst du her, kommst du Riesentroll, bam, hau dich tot und denkst dir nur, hey, shit happens. Aua, ist halt weh. So. Naja, wir sind ja. Wir sind wieder ab, gell? Oder? Nee. Wie kam ich jetzt auf die Idee, schnell ab? Braucht doch noch eh. Warte mal, ich kann doch. Nee, warte. Also ich habe 2 XP. Ich muss noch 2 Level abkommen, damit ich reiten kann. Und dann 2 Level ab, damit ich schneller reite. Das könnte noch dauern. Das könnte noch dauern. Boah, ich dachte, ich wollte gerade schon angreifen. So. Obwohl die. Das ist ja eigentlich immer ein gutes Anzeichen, dass die Feindlichen einen immer früher entdecken. Also kannst du nicht aus einer vorbei rennen, ohne dass die dich angreifen. Die hauen sofort drauf. Da weißt du eigentlich meistens schon, ah, okay, das ist freundlich oder feindlich. Aber wenn es drauf wurde, ist es meistens zu spät. Dann musst du, solltest du reagieren. Das ist. Kannst du nicht noch überlegen, ah, okay. Er greift mich an, also Schlussfolgerung ist es ein Feind, bis da bist du längst tot dann. Nächstes so, oh, shit happens. Was ist das hier? Das leuchtet definitiv nach irgendwelchen wertvolleren Smaragden. Oder täusche ich mich da? Hier ist da einer im Stein drin, kriege ich den raus?
die habe ich platt gekriegt, den habe ich rausgekriegt und ich denke ernsthaft immer, es ist ein Skelett hinter mir. Das Ding, der Hase, sieht irgendwie so aus, so wenn der so reinkommt, so in den Bildschirm, denke ich immer, es kommt ein Skelett rein. Das ist ein Emerald. Ich weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber der ist wahrscheinlich ziemlich teuer. Das allein ist es wert, ihn zu klauen. Aus der Höhle. So, hier mal hier lang. Oh, was ist das? Hier geht's da weiter. Mit Fledermäusen. Was haben wir hier noch so? Gar nichts, oder wie? Ein riesengroßer Gang voller nichts. Ich bin begeistert. Ernsthaft ist gar nichts. Ist echt absolut nichts, den ganzen Gang. Das ist... wow. Ich bin ernsthaft begeistert. Oh, jetzt bin ich... das war voll von Baum gerannt. Huch. Wir müssen nach da. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Hier gehe ich hier erstmal weg. Moment, ganz kurz entfernen von dem Warpling. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Denn für heute gehe ich erstmal offline. Es ist ja auch schon spät. Und bei mir im Haus schlafen schon alle. Und, gut, ich weiß nicht, ob die nächste Folge, ob die dann hier auf der Welt ist. Wenn wir nämlich im Multiplayer spielen, gehen wir natürlich auf eine Multiplayer-Welt. Auf eine andere halt. Also, bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bumm, auf die Beine. Tschüss.